Wir sind 40.000! Ja, Leute, wir haben jetzt endlich mal wieder einen Meilenstein erreicht. Von 30.000 bis 40.000 Abonnenten hat es bei mir jetzt über ein Jahr gedauert. Anfang des Jahres sagte ich ja, dass es mein Ziel ist, dieses Jahr 100.000 zu erreichen. Wenn ich erfolgreicher sein will, muss ich auch meine Ziele ein bisschen höher stecken. Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr ist mein Ziel, 100.000 Abonnenten zu erreichen. Mir ist klar, dass das mittlerweile nicht mehr schaffbar ist, doch eigentlich ist mir das auch voll egal. Ich weiß nämlich, dass ich eine sehr, sehr starke Community habe und das sehe ich durch eure Interaktionen auf Facebook, Twitter und Instagram. Außerdem haben wir es dieses Jahr geschafft, für den Webvideopreis nominiert zu werden. Das ist eine grandiose Leistung von euch und das bei der starken Konkurrenz. Nächstes Jahr holen wir das Ding gefälligst. Oh, wie peinlich, da war das Drehbuch offen. Ja, liebe Zuschauer meines Masterjam-Kanals. Oder soll ich lieber sagen, liebe 40.000 Zuschauer. Ein paar wichtige Infos habe ich jetzt noch für euch. Erstens, ich bin wieder Schüler. Ich mache gerade eine schulische Ausbildung zum gestaltungstechnischen Assistenten für Medien und Kommunikation, verbunden mit meinem Fachabitur und das Ganze in Köln. Dann, und jetzt festhalten, dieses Jahr kommen noch zwei Musikvideos. Das erste ist für Ende Oktober geplant, es wird wieder ein Toten-Hosen-Cover. Allerdings habe ich bei diesmal etwas den Text verändert. Der Schnitt wird diesmal nicht so heftig wie bei Freunde, allerdings möchte ich mit diesem Video eine Nachricht rüberbringen und lasst euch einfach überraschen. Und das andere ist für Dezember geplant, es ist mein Live-Act von Freunde auf dem Video-Day. Warum erst so spät, fragt ihr euch? Ich möchte in diesen Live-Auftritt neues Leben reinbringen, sprich ich möchte daraus ein neues Musikvideo bauen. Dazu brauche ich wieder Szenen von anderen YouTubern, will ein paar Sachen noch selber aufnehmen, die ich dazu mit reinbaue, will es halt richtig großartig machen. Das ist halt mein Freunde-Projekt und wenn ich es mache, dann richtig. Gewinnspiel, Wochenende, saufen! Am 8. und am 9.11. ist mal wieder die Yukon in Solingen. Und am Yukon-Sonntag werde ich irgendwann zwischen 13 und 14 Uhr live auf der Bühne mit Freunde auftreten. Marty the Clavinova schafft es diesmal leider nicht, aber ich werde gesanglich unterstützt von der bezaubernden Strawberry Cake. Für diese Yukon verlose ich insgesamt 3 Tickets. Was ihr dafür tun müsst, um die zu bekommen, erfahrt ihr auf meiner Facebook-Seite. Link dazu natürlich unten in der Videobeschreibung. So, noch eine Verlosung. Vom Video Day sind nämlich insgesamt 5 Master Jam T-Shirts übrig geblieben. Ich habe hier insgesamt zweimal die Größe L, zweimal die Größe M und einmal die Größe S. Sorry, mehr ist leider nicht übrig geblieben. Ja, und was müsst ihr dafür tun? Naja, sowas wie Daumen hoch und so ist natürlich immer gerne gesehen, aber müsst ihr jetzt nicht, aber freue ich mich natürlich immer drüber. Schreibt mir eure T-Shirt-Größe unten in die Kommentare und einen Grund dazu, warum ihr es verdient, dass ich euch dieses T-Shirt schenke. Natürlich dürft ihr auch mehrere Kommentare schreiben. Ich werde mir dann diese in den nächsten Tagen oder nächsten Wochen, würde ich mal sagen, irgendwann durchlesen und werde die Gewinner auf Facebook, Twitter und auf Instagram bekannt geben. Ich selbst werde euch dann auf YouTube anschreiben und werde mich nicht anschreiben lassen, weil ich keinen Bock auf Verarsche habe. Achtet dann bitte auf euer Postfach. Danke für eure unglaubliche Treue und ich würde mal sagen, steuern wir mal auf die 50.000 zu. Hier abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Hier kommt noch das letzte Video und nächste Woche geht es weiter mit der Deutschen Bahn. Haut rein! So, fertig!